Herzlich willkommen zum zweiten Playoff-Finale der National League. Heute aus der Bossart Arena in Zug. Und der EV Zug konnte durch das erste Spiel mit 4:1 gegen den SC Bern gewinnen. Es war eine hart umkämpfte Partie. Es war eine Partie mit einigen Strafen. Und es war die Partie des EV Zug. In Bern holte man zum Anfang eine 4:1 Geschichte raus. Und jetzt also rein in die zweite Partie. Der EV Zug heute in den dunklen Trikots und der SC Bern in den gelben Trikots. In der ersten oder im ersten Drittel von links nach rechts. Und der EV Zug, der wird und der will wieder mit richtig viel Dampf starten. Da gerade gesehen, die erste gute Möglichkeit hier für Garrett Rowe. Der erzielte das 3:1 für den EV Zug in der 47. Minute. Und Cervey, da Anderson, Schiaroni, Cervey, der SC Bern, der wird heute natürlich entgegen der letzten Partie mehr Gas geben müssen. Es ist die 127. Begegnung zwischen diesen beiden Mannschaften. Bislang gab es 70 Siege für den SC Bern, 49 Siege für den EV Zug. Und die machen hier das 1:0 durch die Nummer 16, war es, glaube ich. Es war Rafael Diaz, der Schweiz-Spanier, mit dem 1:0. Da kann er das Ding hier reinmachen. Sechster Playoff-Treffer für ihn. Sechster Playoff-Punkt und damit der EV Zug mit 1:0 in Führung. ...7.200 Plätze in der Bossart Arena. Und sie verfolgen alle das 1:0 des EV Zug. Und der, ja, der SC Bern natürlich jetzt ein wenig unter Druck. Will sich nicht hier am Ende mit einem Serienstand von 0:2 in Rückstand sehen. Aber im Eishockey geht das schnell. Almquist auf Arcobello. SC Bern kann jetzt in die Offensive über Aas. Und es sind tatsächlich schwierige Namen, aber ich habe sie mir so langsam ein bisschen angehört und werde sie aussprechen, wie sie der jeweilige Spieler selber ausspricht. Und Gaetan Aas, genauso spricht er sich selber. Und ich versuche da natürlich immer sehr viel Realismus mit reinzubringen. Und Krassi mit der Möglichkeit für den SC Bern. Und sie lassen nicht locker. Aber Zugstorhüter Tobias Stefan mit einer bravourösen Leistung. Nur ein Treffer hat er zugelassen. Und das war in der 12. Minute der Powerplay-Treffer von Jan Mursak. Zum 1:0 für den SC Bern. Und die nächste Chance ist da. Und Moro. EV Zug wieder im Vorwärtsgang über Suri. Der wartet kurz. Und trotz alledem, die Schweizer immer wieder mit dem Weg nach vorne unter Sander auf Moser. Und jetzt aber der SC Bern mit der Chance hier noch zum Ausgleich. Justin Krüger unter Sander. Da ist Krassi, nochmal Krassi, immer wieder Stefan. Und Moser. Ja, Krüger da mit Problemen an der Bande, aber die Scheibe bleibt erstmal in den eigenen Reihen des SC Bern. Rüfenacht und Lammer kann da dazwischen gehen und jetzt die Konterchance. 2:2, wenn es schnell geht für den EV Zug. Suri, nächste Chance, setzt er sich durch. Und das war die Riesenmöglichkeit für Karl Klingberg. Und die Strafe folgt auf dem Fuß. Und das wird das Powerplay geben für den SC Bern. 6,8 Sekunden vor Ende des ersten Durchgangs. Und die Strafzeit gegen Reto Suri.
Damit erstmals Powerplay. Und genau mit diesem Powerplay wird man zu Beginn des zweiten Durchgangs möglichst viel Druck aufbauen auf Seiten des SC Bern. Und sie wollen, man spürt es, sie wollen unbedingt. ...2017 und 2016 Schweizer Meister, damals noch die National League A von 2008 bis 2017 und seit 2008 eben nur noch die National League. 6:2 Schüsse für den SC Bern, trotz alledem. Der EV-Zug führt mit 1:0. Das spricht für die Offensivstärke der Zuger. Bislang konnten sie einen Meistertitel feiern, der EV-Zug, nämlich 1998. Ist schon eine ganze Ecke her. Und sie könnten und sie wollen mal wieder Meister werden. Abbott, jetzt aber erstmal der SC Bern. Blum. Versuchen die Aufstellung zu finden. Chervay. Und der lässt den Angreifer stehen. Gut gesehen. Blum, Anderson, aber dann geblockt. Und Diaz bringt die Scheibe raus. Durchatmen beim EV-Zug. Erstmal alles richtig gemacht. Noch eine halbe Minute in Überzahl. Wieder der SC Bern. Wieder mit viel Platz. Wieder mit der Möglichkeit. Blum abgelegt auf Abbott. Anderson. Tipp-in-Versuch, aber der war viel zu weit weg, als dass er hier dem Torhüter gefährlich werden konnte. Voila. Oh, das gibt die Strafzeit gegen den SC Bern und damit gleich das erste Powerplay für den EV-Zug. Ohne Torhüter, mit 6 Feldspielern. Und sie können die Scheibe noch abschieben. Voila, da ist Schlumpf. Und Tor! Und er macht das Ding. Die brauchen hier gar kein Powerplay. 2:0 für den EV-Zug durch Dominik Schlumpf. Fünfte Saison beim EV-Zug für Dominik Schlumpf und er macht seinen ersten Playoff-Treffer. Bringt Zug hier mit 2:0 in Führung. Und wirft Bern in dieser Partie wieder ein wenig aus der Rolle. Und das ist bitter gegen diese Mannschaft aus Zug. Schneider, nochmal zurück. Wie kann Bern dieser Mannschaft hier Herr werden? Das ist eine große Frage. Und das wird mit Sicherheit ein schweres Unterfangen. Aber noch ist hier jede Menge Zeit. 8 Minuten gespielt im zweiten Abschnitt. BV Zug kombiniert hervorragend. Eva Berg. Gut geblockt von Aas. Und dann wieder der SC Bern auf Almquist. Aber Schlumpf fängt den Puck gut ab. Sie lassen wirklich wenig zu. Sie lassen wirklich sehr, sehr wenig zu. Kaum eine Möglichkeit, sich hier zu entfalten. Rüfenacht! Und er macht das Ding! Und gerade erst noch zu wenig entfaltet. Und dann ist es Thomas Rüfenacht, der dem SC Bern hier den Anschlusstreffer erzielt. 9. Playoff-Punkt für Thomas Rüfenacht, der 446 NLA-Spiele bislang bestritten hat. Wahnsinn. Und hier macht er das Tor zum Anschluss. Und der SC Bern, der ist wieder dran. Der kann wieder mit nur einem Tor ausgleichen. Möglich ist hier definitiv alles. Und
Der SC Bern mit Sicherheit nicht umsonst am Ende der Hauptrunde auf Rang 1. Das wird mit Sicherheit noch gefährlich werden. Und wieder der SC Bern. Aber Lammer zu zweit im Zweikampf. Und dann geht's erstmal wieder in die andere Richtung. Und Genoni kann jetzt natürlich seinen Teil dazu beitragen, indem er hier die Scheiben rausholt. Seine Mannschaft dadurch unterstützt, kein Gegentreffer mehr zulässt. Und zumindest bis hierhin funktioniert das wunderbar. Und wieder der SC Bern. Noch 4,5 Minuten im zweiten Abschnitt. Die Herren in Gelb. Jetzt natürlich umso mehr beschwingt. Hier noch den Ausgleich zu erzielen. Und wenn da jemand steht, der diese Scheibe entsprechend nutzt, dann kann man den Ausgleich erzielen. Aber im Gegenzug gibt es jetzt erstmal die Strafzeit. Der EV Zug ohne Torhüter. Wieder mit 6 Feldspielern und eine klasse Parade von Genoni. Und die Riesenchance für Sven Senteler. Und Strafzeit gibt's gegen Zack Bojczak vom SC Bern. Der Kanadier damit 2 Minuten nicht verfügbar. In seiner Karriere 127 NHL-Spiele bestritten für die Carolina Hurricanes und die Nashville Predators. Jetzt allerdings müssen sie erstmal mit diesem Rückstand und mit dieser Unterzahl noch fertig werden. Eine Minute noch. Albrecht erhöht für den EV-Zug auf 3:1. Yannick Lennart Albrecht. Wunderbarer Treffer. Und er macht in dieser Saison bzw. in diesen Playoffs sein 4. Tor und insgesamt seinen 5. Playoff-Punkt. Wird auch in der nächsten Saison für den EV-Zug wieder aufs Eis gehen. Kam am 8. Dezember 2017 von Langnau zum EV-Zug. Hat sich gut entwickelt. Hier macht er den Treffer zum 3:1. Das tut weh. Der SC Bern gerade wieder so in der Situation, dass man zurückkommt, sich wieder mit in die Partie einbringt und dann erstmal wieder der Dämpfer. Und so gehen wir mit dem 3:1 für den EV-Zug in die zweite Drittelpause. Und wie kann man diesem EV-Zug hier Herr werden? Wie kann man das Offensivspiel unterbinden? Das wird die große Frage sein. Ein Drittel noch in diesem zweiten Spiel. Und sollte das der EV-Zug tatsächlich gewinnen, dann ist der SC Bern doch sehr, sehr unter Druck bereits. Aber jetzt erstmal in den Schlussabschnitt hinein. 20 Minuten noch, mindestens in dieser Partie. Der SC Bern braucht 2 Tore und der EV-Zug mit einer guten Ausgangssituation. Jetzt aber erstmal Shervey. Quergelegt, aber macht Chini mit einem hellwachen Auge. Gut dazwischen gefunkt und links kommt Rowe. Probiert's. Der Nachschuss bleibt aus. Genoni hat alles unter Kontrolle. Und die gewinnen wieder im Verzug. Alatalo, Diaz. Hat wie getan der Check. Braucht ein wenig. Geht verletzt raus. Und jetzt die Konterchance für den SC Bern. Andersson, Shervey. Bringt die Scheibe hinterm Tor auf den falschen Spieler.
wieder hat der EV Zug. Viertelstunde noch zu spielen. Jede Minute von der Uhr ist natürlich eine gute Minute für den EV Zug. Man selber braucht nicht unbedingt extrem viel investieren. Sollte unter der SC Bern hier vom Tor fernhalten. Gute Schussmöglichkeit. Und sie bleiben dran über Abbott. Strafzeit wird es geben. Dieses Mal wieder gegen den EV Zug. Da war das Stockschlagen doch zu sehen. Und Strafe gibt es gegen die Nummer 22. Gegen Santeri Alatalo. Finnischer Landsmann, 28 Jahre jung, seit 2013 beim EV Zug. Jetzt die Chance für den SC Bern, wieder den Anschluss zu erzielen. Und erste gute Möglichkeit. Acubello. Noch eine Minute 10. Die Chance für den SC Bern Acubello. Und sie lassen nicht locker. Sie wollen dringend den Anschluss und Aas, aber Stefan! Wahnsinnig gute Reaktion. Unfassbarer Fang and Save. Und das zieht dem SC Bern Selbstvertrauen. Schöner Save, es bleibt beim 3:1 für den EV Zug. ...18 Sekunden noch Powerplay, dann der EV Zug wieder komplett. Acubello. Vielleicht noch eine Möglichkeit, Bieber auf Acubello. In die Scheibe hin und her, aber es fehlt die Lücke. Es fehlt der letzte Pass und dann muss er es direkt machen. Und der EV-Zug wieder komplett. Bieber mit der Chance für den Bauerntrick, aber Stefan, der ist richtig gut drauf. Acubello, Almquist, kann sich da an der Bande durchziehen und dann bietet sich die Chance an und wieder Stefan mit dem Save. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, wie gut dieser Stefan wieder drauf ist. Und Alatalo kommt wieder zurück. Roh. Albrecht. Sechs Minuten noch. Die Zeit läuft dem SC Bern so ein wenig davon. Nochmal die Chance. Jetzt der Anschluss. Und diese Partie wird nochmal extrem spannend. Stattdessen die Möglichkeit auf Seiten des EV Zug. Kann man hier diese Serie mit 2:0 in Führung bringen? Das wäre eine sehr gute Ausgangsposition. Erstes Spiel in Bern für sich entschieden. Zweites Spiel zu Hause. Sieht auch danach aus, als könnte man das für sich entscheiden. Marcini. Moran. Wieder auf Marcini. Und dann ist es Genoni, der dem Zuger hier erstmal den Zahn zieht. Und trotz allem, es kann nicht befriedigend sein, für den SC Bern. Man kommt nicht wirklich in dieses Spiel rein. Man kommt nicht wirklich in diese Serie rein. All das führt momentan dazu, dass man ja, droht hier mit 0:2 zurückzuliegen. Letzte Minute läuft. Das wird ein Kraftakt. Will man diese drohende Niederlage hier doch noch vermeiden? Natürlich. Genoni aus dem Kasten. Moser,
Schon mal rübergelegt auf Blum, aber dann der schöne Check. Trotzdem, der SC Bern drückt nach und dann aber die Verletzung. Keine Strafzeit und Suri mit dem Tor. 4:1 für den EV Zug, Deckel drauf. Und Spiel 2 geht ebenfalls an den EV Zug. Zumindest hier in diesem Orakel. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Zug kann auch diese zweite Partie für sich entscheiden und holt sich damit den 50. Sieg im 127. Duell gegen den SC Bern. Krüger, Scherwey, Abbott, Untersander, nochmal auf Krüger, der will nochmal, aber immer wieder der Block von der Verteidigung des EV Zug. Letzten 10 Sekunden und das ist der Sieg. Und Zug damit mit 2:0 in Führung. Gratulation an den EV Zug, die diese Serie damit ein gutes Stück nach vorne bekommen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder zum dritten Finale in dieser Finalserie, wenn ihr mögt. Und ansonsten danke, bis Dienstag, euer Bloody LP.